Mission One. Leute, welcome. Es geht los. I don't. This isn't. Where am I? Intel, this is Fleet Command. Please come in. Does anyone read me? Sands and Sinners, how did I get here? Da unten sind Rohstoffe, guck mal. Bitte schön, erst Rohstoffe. Bei Command & Conquer ist es ja immer das... Oh, scheiße, irgendwas passiert hier, Leute. Vielleicht hätten wir erst scannen sollen. Können Sonden losschicken. Boah, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir erstmal Aufklärer bauen. Wir forschen aber schon mal. Oh, zweites Rohstoffschiff wäre auch gut, aber weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Wie viele Drohnen soll ich denn machen? 3 Stück. Diese Probe, diese Drohne schicken wir dahin, die Sonde. Und dann haben wir aber hier noch irgendwo eine. Warte mal, wo ist es? Wo ist es? Da. Da bin ich mal gespannt. Habe ich das Mutterschiff mitgeschickt? Mutterschiff, du sollst da bleiben! Gottes Willen. Was machen meine Drohnen da jetzt? Ja, die Drohne macht wohl nichts. Die Drohne macht halt einfach... Jetzt vielleicht? Ach, guck mal, nice. Jetzt legt sie los. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich mach trotzdem nochmal 5 Aufklärer, weil ich kleiner Schisser bin. Was soll ich sagen, Leute? Warum ist mein Mutterschiff eigentlich in Bewegung? Aufklärung. Lass uns mal hier hin. Warum ist mein Mutterschiff? Wo fliegt das denn hin zur Hölle? Es soll mal schön da bleiben eigentlich. Ich will gar nicht, dass es wegfliegt. Ich will eigentlich mein Mutterschiff genau hier hin haben. Okay, kommst du oder was? Ich hoffe, das Mutterschiff kommt zurück hier. Meine Güte, fliegt das einfach los. Hier hinten sind noch Rohstoffe. Boah, ich würde die holen. Ich hole die einfach. Wenn er dabei stirbt, stirbt er dabei. Aber ich schicke den dahin, der soll die Rohstoffe ranholen. Okay, wir sind da. Wir machen auf da die Hürde. Zum Glück habe ich schon doppelt so viel Aufklärer. Status, green. The station recognizes the Carcassonne. Die Station hat uns bemerkt. Kleine Kiste im Weltall. Kleine Schatztruhe. Ah, ist das ein iPhone drin? Oder sowas? Na dann. Hier kommt das jetzt zu uns geflogen oder sollen wir es abholen? Wir sollen warten, okay. Jetzt kommen bestimmt Feinde, oder? Na klar. Aber ist egal, ich habe schon 10 Aufklärer. Wir müssen das irgendwie packen. Oh shit. Oh, was ist hier los? Das, die sind auf jeden Fall nicht von mir, Leute. Leute, wir werden angegriffen. Alle auf Gefechtsstation drauf jetzt hier, du. Angriff! Hauptsache, die greifen jetzt meine Mining-Schiffe nicht an. Das wäre echt doof. Wir gehen auf Abfangkurs. Ach du Scheiße, es kommen noch mehr. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen was bauen. Okay, hier hinten ernten wir alles. Das ist gut. Oh, fuck. Guck mal, wir werden da vorne auch angegriffen. Mutterschiff ist unter Bedrängnis. Aber die machen das schon. Leute, Angriff! So, greifen die an. Kann ich nicht sagen, dass wenn die produziert werden, dass die standardmäßig auf Akku gestellt sind? Geht wahrscheinlich nicht, ne? Alles gut. Wir machen noch mal ein paar. Wir kriegen das hin. Akku, mach dich Akku. Oh, guck mal, da vorne sind noch Ressourcen. Nice. Du hast die Produktionsanlage integriert. Nice. Oh, du Scheiße. Was ist denn da hinten los? Ab nach Hause, Dudes. Um Gottes Willen. Neues Aufgabenziel. Abfangjäger erforschen. Machen wir. Schieß doch hier, mein Mutterschiff. Überladung erforschen wir mal nebenbei noch, wenn das möglich ist. Also bisher alles tiefenentspannt hier. Keine besonderen Vorkommnisse. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, 20 soll ich bauen. Ach du Scheiße, okay, wir machen 20. Immer noch ein paar mehr. Sensoren zeigen keine weiteren Signale an. Die Feinde wurden eliminiert. Sehr schön. Intel, you may have spoken too soon. Capital class hyperspace. Wir waren voreilig. Großkampfschiff entdeckt, wie bitte? Okay, Leute. Das Ding ist halt, dieses Großkampfschiff spawnt wahrscheinlich die ganze Zeit Einheiten. Wir müssen dieses Hauptschiff vernichten. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt mit unseren lächerlichen Abfangjägern, aber wir versuchen es. Los geht's. Das ist deren Mutterschiff wahrscheinlich, oder? Erstmal Pause kurz. Das geht ja, Gott sei Dank. So, Sonden brauchen wir nicht. Ich mache hier nochmal ein paar Abfangjäger, bis die Kohle leer ist. Wo ist denn der Feind da vorne? Sollen wir mal hinfliegen? Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Wir probieren es einfach mal aus. Auf Akku stellen und Feuer frei. Piratenschiff besiegen. Ich bin auf dem Weg. Komm, greife an, mach sie kaputt. Also vor allen Dingen das Mutterschiff. Guck mal, der spawnt die ganze Zeit neue Einheiten. Wenn das Mutterschiff kaputt ist, das Trägerschiff, dann haben die anderen doch schon verkackt, oder was? Los geht's. Und 3, 2, 1, 1.
Jetzt. Okay, los geht's. Komm, Leute. Mach Überladung, mach kaputt. Oh, shit. Ja, gut. Das scheint jetzt noch nicht so gut zu funktionieren hier, oder? Eieieiei. Vielleicht sollten wir doch lieber die Kleinen erst machen. Oh, nee. Guck mal, da vorne kommen wieder andere. Alles gut. Alles ist gut. Glaube ich. Man hat halt immer viele Fronten gleichzeitig, an denen man kämpfen muss. Hier hat schon wieder welche ausgespuckt da. Was macht eigentlich unser Rohstoffschiff? Der sollte eigentlich nochmal ein paar Rohstoffe abholen, wo er da komplett versandet. Schön beschützen da, das ist okay. Ach komm, die schicken wir mit rein. Sollen sie doch fighten. Ich glaube, zum Mutterschiff nach hinten kommt sowieso nichts mehr. Dann werden die aber hier die Flotte mal abspalten, die Gleitschiffe angreifen. Vielleicht nochmal eine Überladung durchführen gleich. Das wäre natürlich super. So, mit der Überladung hier auf den Hauptbau. Oh ne, da kommt schon wieder irgendwo was. Was? Nix Hyperdrive. Mach kaputt. Der will abhauen. Hast du das gehört? Mach ihn schnell. Nein, oh no. Oh, kann ich das irgendwie aufhalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber er hat sich zumindest zurückgezogen. Feigling. Feigling. Andocken, andocken. Heieieiei. Aber eigentlich haben wir es ganz gut geschafft, oder? Also ich habe jetzt keine Probleme gesehen. The Kalan Raiders we encountered are the last remnants of a Tidani vassal, so it's no surprise that they still hate us. That their carrier was an older, obsolete design. Obsolete or not, hyperspacing through a solid object, that shouldn't be possible. How did they learn to do that? We have to assume the worst. That whoever is orchestrating the hyperspace attacks and the anomaly are outfitting and enhancing these raiders to stop us. We need to get to the Noctua 27 system as fast as possible. If we can access the Kessera gate, I should be able to get us to our destination undetected. Optimal strategy, Command. Well done. And I was impressed to see you getting a handle on combat. You had me worried after that first encounter. I'm still struggling with it all. The losses. But I don't want to forget them. May the burden remain. Sorry? It's an old Pactu saying. Even in victory, there is loss. Forget that, it's to forget them. May the burden remain. May it remain. I'm plotting a course to cross the Great Boreal Sea in a single jump. Setting quantum waveform damping fins to maximum. Stand by. Again? Focus, child. Bend hyperspace to your desires. This must be neural failure. Multi-reality personality reintegration. Impose your will. Open the door. Open the door. Open the door! Focus, Imogen. Hyperspace complete. Your vitals are spiking again, Command. Are you okay? Yes, having a minor glitch in the navigation system, Intel. It keeps taking me by surprise, but I should be able to iron it out with an... Kisura Oase, Alter, hier sieht aber auch alles wild aus, oder? Understood, Command. Keep me in the loop. Three gate control modules. Gibt sehr viele Rohstoffe hier. Have been disconnected. All three must be reconnected to charge the primer and ignite the gate. Was? Ich muss das reparieren? Die Schiffe... The first GCM is located here. Use resource controllers to connect this gate control module. Rohstoffleitschiffe, um das zu reparieren. Alles klar, ich habe mal schon mal welche gebaut. Eins kommt gleich. Oh ne, du bleibst da, Kuppel. Du bleibst da. Hallo, stopp. Stopp, wie kann ich ihn stoppen? Stopp. Gut, Datenturm, los geht's. Der holt Geld, der repariert was und der holt Daten aus dem Datenturm. Hervorragend. Okay, Leute, irgendwas passiert hier. Oh, Datenübertragung, nice. Standby for sensor integration.
And Data Spire online. Objective complete. Nice hack, Command. Thanks, Intel. Sehr gut, den haben wir schon, den Datenturm. Dann gehen wir aber trotzdem mal hier hin. Weißt du was, der soll jetzt hier. Gehen wir da zu dem Datenturm. Was ist los? Irgendwas passiert. Oh no! Feinde natürlich wieder. Aber ist egal, meine Flotte ist mächtig und stark. Hoffentlich. Wo sind sie? Angriff, komm. Engage and destroy. We must protect our assets. Ja, das machen wir. Wir protecten ja alles. So, und du kannst hier hinten mal was abbauen. Warum mach kaputt? Ein paar Sonden könnten wir noch losschicken. Das bringt uns aber, glaube ich. Oh shit. Was? Wo kommen die denn her, die kleinen Lümmel? Wie bitte? Okay, Datenturm wird übernommen. Das ist schon mal gut. Was sagt mein Mutterschiff? Die schön ihr Leben, perfekt. Und meine Armada ist hier vorne, das passt soweit. Datenturm ist da, der Datenturm ist auch fertig, ne? Das heißt, er kann eigentlich... Tja, wo kann er denn hingehen? Ich guck mal. So. Er kann hier mal ein bisschen wieder was sammeln. Ich brauche Kohle, Leute, was soll ich sagen? Er hat ein Steuerungsmodul. Kannst du da irgendwas tun? Gucken wir mal. Jetzt macht er irgendwas, glaube ich. Okay, okay, läuft. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir setzen das erste Modul ein. Zwei fehlen noch. Gate Control Module online. Primer Sequence Start. 7% in holding. Okay, da ist der zweite Kontrollknoten. Ich schicke den auch gleich hin, den Lümmel. Warte mal, aber erstmal schicken wir hier die mal vielleicht hier nach vorne. Ah ja. Angriff, Leute. Das werden auch nicht weniger, habe ich das Gefühl hier. Aber ich glaube, wir sind noch in der Übermacht. Das ist jetzt noch nicht so schwer. Bauen der Forschen. Haben wir hier irgendwie was Cooles, was wir noch machen können? Ausrüstung gibt es hier für Mutterschiff. Mutterschiffsschiff, Schubüberladung nehmen wir. Gleich alles erforschen. Sonden brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber die Kohle, die wir hier einsnacken, wäre halt cool, wenn wir die in die nächste Mission mit reinnehmen würden. Nummer 2 eingesammelt. Beeindruckend, oder? Oh no! Oh, der sieht aber böse aus. Oh nein! Da sollte ich vielleicht auch mal mit Mutterschiff hinfliegen, oder? Oh f***. Oh no. Ja, wir können aber nicht mehr produzieren. Ich bin auf Einheitenlimit. Anders geht's halt nicht. Cover as much as possible. Oh no. Sind das Minen hier eigentlich oder was? These frigates carry most of their armor on their bow sections. And that leaves them weaker on their rear flanks. Am Bug. Wo ist Bug? Vorne oder hinten? Bug ist vorne und von den Seiten kriegt man mehr Damage drauf. Okay, das ist gut. Oh, im Angriff, Leute. Go, go, go. Aber ich kann nicht explizit sagen, greif am Bug an oder geht das doch? Heftige Frigatte. Wir müssen nachproduzieren ohne Ende. Abfangjäger brauchen wir. Aber wir haben ihn. We did it. So, alle ab nach Hause. Einmal aufladen. Einmal reparieren, bitte. So, dann komm mal her. Der ist gerade erst angekommen bei den Rohstoffen, aber ich brauche das zweite Modul. Wir müssen das holen. Ich hoffe, die anderen bauen alle ihre Materialien ab. Meine Armada kommt nach Hause. Einmal alles flicken lassen. Ist vielleicht doch ganz geil, wenn man hier von den Abfangjägern immer welche in der Pipeline hat, damit die direkt nachproduziert werden, falls welche sterben. Also, ich hau mal jetzt hier 20 Stück rein oder... 30, dass du immer so einen kleinen Puffer hast, weißt du? Dann machen wir auch nochmal Puffer, dass immer direkt nachproduziert wird. So, guck mal, die werden jetzt hier wieder heile ausgespuckt, oder? Ja. So, dann machen wir hier auf Akku wieder. Nice work. Objective complete. Läuft. Control module accepted. Und guck mal, da vorne kommt schon wieder was. Increasing. Oh no. Leute, flieg da mal hin. Ach du Scheiße. Das schaffen wir nicht. Ich hätte sie niemals wegziehen dürfen. 75% hat der Controller nur noch. Schaffen wir nicht. Never ever. Komm, geh drauf da. Beeil dich. Oh no. Ich glaube, die machen meinen Controller kaputt. Und dann ist Mission gescheitert. Die haben es gleich geschafft. Ich bin gleich dran. Die sind zu langsam. Gib Gas jetzt. Schubüberladung. Ja, Mann. Flieg schneller. Oh, das ist gut. Jetzt läuft's doch. Angriff. Mission gescheitert, oder? So, und jetzt die hier kaputt machen einmal. Komm schon, greif an, geh rüber. Also, Mission scheint noch nicht gescheitert zu sein. Ich habe ja da oben auch noch einen Controller. Vielleicht sollte ich das Mutterschiff mal nachziehen, ganz ehrlich. Komm, Mutterschiff, komm. Ich will eigentlich, dass sie nach oben geht ein bisschen, aber naja. Oben ist auf jeden Fall noch ein Schlüssel.
Das mache ich gleich. Ich will aber erst, dass das Mutterschiff kommt. Ich will nochmal die Einheiten reparieren und dann geht's weiter. Schwere Raketenfregatten? Alter, kann ich die erforschen? Ein Flottenbomber, ja sicher. Los geht's. Flottenbomber wird erforscht. So, dann machen wir gleich mal ein paar Flottenbomber. Be advised. Missile frigates on sensors. Recommend high-speed strike craft flybys, followed by rear and flank attacks. Naja, ich bin da. Macht euch keine Sorgen. Da vorne sind auch noch Rohstoffe, aber ich glaube, Rohstoffe habe ich mehr als genug. 11.000 gebe ich aus. Naja, gut, das ist halt so. Ich bin jung, ich brauche das Geld. Ja, der spuckt jetzt aber auch gute Einheiten aus hier, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich aber die Bomber nochmal irgendwie separieren und extra. Hier, guck mal, das ist ein Bomber. Flottenbomber. Und die haben halt einen Tarnmodus. Aber der ist halt aber auch nur 3 Sekunden getarnt, oder was? Wow. Das bringt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Rohstoffe sind alle schon weggesnackt. Tja, dann machen wir mal Todeskommando. Hinten sind nämlich noch welche. Die sollen die mal schön abfarmen. Ja, ich weiß, da hängt der Feind irgendwo rum. Aber was soll ich sagen? Aber Flottenbomber werden gar nicht mehr hergestellt. Warum eigentlich nicht? Ach, weil ich maximal 75 Angriffsschiffe haben kann. Oh no. Ja, das ist ja blöd. Ja, dann lassen wir die Aufklärer mal weg lieber. Aber wir gehen voll rein. Unten holen wir die Ressourcen raus. Und oben bashen wir die Feinde weg. Das ist zumindest der Plan, Leute. Das ist doch schon wieder so ein Bomber, oder? So ein, was ist das? Ach, so eine Fregatte, genau. Eieieiei. Da sind jetzt aber meine Bomber dabei. Das müsste jetzt eigentlich ganz gut funktionieren, den down zu hitten. Das Problem ist halt, Portal brauchst du nicht angreifen. Aber jetzt haben wir ihn flankiert. Jetzt kommt ja erstmal die restliche Armee noch drauf. Oh, nice. Oh, guck mal, die blauen scheinen die Bomben. Das sind die Torpedos. Perfekt. Da haben wir doch schon einen. Oh, Scheiße, da sind ja noch viel mehr. Okay, okay. Da sind noch ein paar. Was soll ich hier forschen? Bomber bauen. Ja, ich bin schon dabei. Auch noch mehr Bomber. Sehr gut. Der ist auch down. Läuft. Okay, Leute. Angriff. Wird zurückerobert, der Schlüssel. Nice. Final GCM locked in. Mission completed. Command, activate gate when ready. Läuft. Mach. Jetzt ist alles aktiviert. Ich glaube, wir sind durch. Sequence start. Preparing transit protocols. Wait. Short jump hyperspace signature detected. Oh nein, da kommt noch was raus. Oh no. Oh nein, ein Freibeuter. Oh shit. Das ist jetzt aber nicht so geil, oder? Wir werden angegriffen. This is Park Leader Baldrokar. I have demands of you. Oh no. You. One who fights for your quantum witch. Enough riddles. If you want to negotiate, stand down. No negotiations. Alter, das ist aber auch gar nicht mal so klein, das Schiff, ne? Eieieiei. Ja, Angriff, Leute! Go, go, go! Wo sind sie? Leave the guard's gate shut. We are on a life or death mission to get life. Ah, da sind wieder ein paar Bomber fertig. Oh, mach sie kaputt. Komm runter, angreifen. Los, go, go, go. Oh nee, hier sind wieder die Fregatten, Mensch. Oh, Schade. Ja, das ist jetzt aber nicht so gut. Wir brauchen viel mehr Bomber, Leute. Wir brauchen viel, viel mehr Bomber. Erst die Fregatten weg. Das wäre schon mal gut. Das sind so seine Satellitenschiffe, die natürlich auch ordentlich Damage machen. Wo will er denn hin hier, Leute? Komm, ihr müsst auch angreifen, Leute. Macht kaputt da das Scheißding. Hüllenintegrität. Aber wo kann ich das machen? Ich kann hier nichts. Ich glaube, ich kann hier nichts. Ach, da. Okay, 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 okay. Hab ich. Hüllenintegrität. Inkreditions. Wert wird alles erforscht. Mach kaputt hier den Babo. Komm. Go, go, go. Erst auf den Hauptkommandoträger und dann den Rest kaputt machen. Wir machen sie jetzt richtig kaputt. Glaube ich. So, Überladung, Überladung. So, now or never. Komm, komm, komm. Go, go, go. Ja, so wirklich geht das hier noch nicht. Wo ist denn mein, wo ist mein Mutterschiff? Oh doch, wir haben es geschafft. Ciao, Kakao. Komm, explodier. Epische Explosion. Na sicher. Ja, läuft doch. So, dann macht man hier den Rest hier noch kaputt. Ihr kleinen Lümmel. Ich habe doch hier vorne bei meinem Mutterschiff bestimmt noch neue Einheiten. Guck mal hier. Viele Bomber tatsächlich. Okay, komm mit rein. Rein in den Fight. Wir müssen die nur noch alle zerstören und dann können wir mit unserem Mutterschiff, das kann ich schon mal vorziehen. So, gehen wir da mal hin. 26 Kilometer ist aber weit weg. Hier vorne sollst du hin.
Hier so. Okay, läuft. Da unten ist der letzte, glaube ich, und dann haben wir es geschafft. Vielleicht sollten wir dann aber auch erstmal andocken. Aufklärer habe ich gar keine mehr. Die haben alle Aufklärer zerstört. Aber es ist, wie es ist. So, alle andocken, Leute. Einmal alle andocken. Okay, läuft. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You have each just received a mission briefing. Contained within are the most up-to-date details about this morning's hyperspace attacks. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly, and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Many of you are feeling overwhelmed, doubting yourselves. But ask yourselves this, Fleet. How does doubt stack up to Higaran training? Where does doubt hide in the most advanced mothership ever created by Higaran hands? And who would follow a course laid by doubt when we already have the finest navigator of our generation? I have no doubt. We will succeed. Intel out. Do you truly believe that, Isaac? Believe what? What you just told the fleet. Out there, in battle, doubt can kill you just as fast as hard vacuum. They need you to bury yours, so they can overcome theirs. So, we lie to them? Whatever it takes to complete the mission. We have orders. Eieiei, Akku. Mal sehen, wo wir jetzt als nächstes landen, Leute. Zwei Missionen haben wir gemacht. Jetzt kommt Mission Nummer 3. Damping fins to gate transit configuration. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Haut rein, bis bald und ciao.